Gut, dann mal hinein. In die Halle der Gelüste. Oh, darf man nicht rein? Doppeltür, doch, Doppeltür. Modellbesucher, Grace, die gefallen. Ach, guck mal, mit dir wollen wir sprechen. Vor dir steht eine äußerst gut aussehende Frau mit goldenem Haar, die ein azurblaues und purpurfarbenes Kleid mit zwei langen, eleganten Flügeln trägt, die über die Schulter gelegt sind. Sie überblickt den Raum mit einem sanften Lächeln. Sie ist ohne Zweifel die schönste Frau, die du je gesehen hast. Sei gegrüßt. Die Frau dreht sich um, als du sie ansprichst. Sie mustert dich und nickt dann leicht. Du bemerkst, dass ihre Augen dieselbe azurblaue Farbe haben wie ihr Kleid. Da bist du ja wieder, Reisender. Sie streicht sich eine Strähne ihres goldfarbenen Haars aus dem Gesicht. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Hab mein Tagebuch auf den neuesten. Ich bin Grace, die Gefallene. Sie mustert dich eine Weile. Du bist neu in Sigil, nicht wahr? Du meinst aber, da bist du ja wieder, Reisender. Ja, sieht man das? Nein, ich vermute eigentlich, dass ich schon eine ganze Weile hier bin. Das stimmt. Grace, die Gefallene, zieht eine Augenbraue hoch. So? Ja, aber das ist eine lange Geschichte und vielleicht kenne ich sie selbst auch gar nicht ganz. Ich interessiere mich mehr für diesen Ort. Das ist das Bordell zum Befriedigen intellektueller Lüste. Sie mustert dich eine Weile. Ich entnehme deiner Frage, dass du dann wohl nicht wegen dieses Etablissements hergekommen bist. Bordell zum Befriedigen intellektueller Lüste? Was für ein Bordell ist das denn? Wer das Befriedigen intellektueller Lüste? Ich habe dieses Bordell gegründet, um den Sinneslüsten unseres Gemüts mehr Ausdrucksmöglichkeiten zu geben, als eine nur rein fleischliche Konversation und Rhetorik. Fleischliche Konversation und Rhetorik können sehr amüsant sein. Hört sich langweilig an. Ich kann dir versichern, dass dem nicht so ist. Jedes Bordell überzeugt dich selbst. Es ist also ein Bordell, in dem es keine geschlechtliche Interaktion gibt. Nun, psychischer Natur. Aber das heißt nicht, dass es weniger stimulierend ist. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu gründen? Grace, die Gefallene, zieht eine Augenbraue hoch. Das ist eine komische Frage. Sie runzelt die Stirn. Ich glaube, es hat mich noch keiner gefragt. Zumindest nicht so direkt. Also, wie bist du darauf gekommen? Ein Teil der Antworten auf deine Fragen setzt voraus, dass du weißt, dass ich ein Mitglied der Gesellschaft der Empfindung bin. Unser Bund glaubt, dass man so viel wie möglich im Multiversum erleben sollte. Und deshalb hast du dieses Etablissement gegründet? Dieses Bordell hat die Aufgabe, die Lüste von selbst den hartgesottensten Intellektuellen zu befriedigen. Es soll den Geist beflügeln, das Bewusstsein der Menschen über sich selbst und andere steigern und neue Methoden entwickeln, um eine andere Person zu erfahren. Es ist für alle die, die mehr als nur die schnöden körperlichen Freuden suchen, von denen der Stock und der untere Bezirk voll sind. Ach so. Dieses Etablissement fördert also eher das intellektuelle Duell als das, sagen wir mal, andere Duell. Die Frauen hier müssen wirklich was Besonderes sein. Die Frauen hier sind angehende Sinnsaten. Bei mir erhalten sie Unterricht, um sich auf die Aufnahme in den Bund vorzubereiten. Viele von ihnen sind zudem von Natur aus mit einer Sprache gesegnet, die auch die Schale der herzlichen Person knackt. Da sind das die Damen, also sozusagen Damen in Ausbildung. Ja, ich hoffe, dass die Kunden und Lehrlinge durch die Rhetorik hier etwas mehr über sich selbst, selbst lernen. Grenzen werden einem dabei nur durch das eigene Sprachvermögen gesetzt. In der Lage zu sein, die Sprache so einzusetzen, dass in anderen Gefühle geweckt werden, ist eine großartige Fähigkeit. Das stimmt. Aha, darf ich dich etwas anderes fragen? Ja? Du, Grace, die Flügel da auf deinem Rücken. Du bist doch kein Mensch, oder? Anna sagt es jetzt, sie ist eins von den Scheusalen, ein Succubus. Erst checkt sie dich aus und dann bringt sie deine Seele runter in die unteren Ebenen, so sieht's aus. Dein Gefährte hat recht. Ich bin eine Tanari, der unteren Kategorie, genauer gesagt ein Succubus. Sie seufzt leise. Ich fürchte, in den unteren Ebenen und anderswo gelten wir als ein bisschen einfach. Die meisten meiner Rasse verbringen ihre Zeit damit, Sterbliche mit den verschiedenen Freuden des Fleisches zu verwöhnen. Und du? Hab mein Tagebuch auf den neuen. Ich würde sagen, dass ich mich davon mittlerweile distanziert habe. Das ist eine ganz im gar triviale, unproduktive Weise, seine Zeit hier im Multiversum zu verbringen. Das Leben hat doch viel mehr zu bieten, findest du nicht auch? Ja, aber vielleicht kann ich noch was anderes fragen. Ja. Ich brauche Hilfe, vielleicht kannst du mir helfen. Hilfe? Was für eine Hilfe suchst du denn? Ich scheine meine Erinnerung verloren zu haben und dabei habe ich mich selbst verloren. Du gleitest unter Gedächtnisschwund? Grace, die Gefallene, sieht betroffen aus. Wie schrecklich. Hast du eine Ahnung, wie das passiert ist? Nein, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin auf einer Totenbank in der Leichenhalle aufgewacht. Was davor passiert ist, weiß ich nicht. Du bist in der Leichenhalle aufgewacht?
Vielleicht haben die Staubmenschen ja gedacht, ich wäre tot. Oder ich war tot. Oder so. Alles, was ich weiß, ist, dass meine Wunden schnell heilen. Vielleicht dann bin ich unsterblich. Aber sicher weiß ich das auch nicht. Vielleicht soll ich das lieber nicht sagen. Aber ich habe gerade mir aus den Augenwinkeln gesehen, dass sie mich möglicherweise begleiten kann. Deswegen spreche ich es doch mal an. Das Interesse von Grace, der Gefallene, für dich scheint neu geweckt zu sein. Diesen Narben da auf deinem Körper. Sie streckt eine Hand aus, als ob sie dich berühren will. Darf ich? Ja. Grace, die Gefallene, fährt mit ihren Fingern leicht über deinen Brustkorb, zieht die Ränder deiner Narben nach und verfolgt sie bis zu den Stellen, wo sie in deine Tätowierung übergehen. Sie wirkt fasziniert. Für all diese Narben bräuchte man mehrere Leben. Ja, da hast du recht. Wobei einige allerdings recht neu sind. Grace, die Gefallene, weicht zurück. Einige dieser Wunden wären tödlich gewesen für einen normalen Menschen. Sie klopft sich leicht ans Kinn und denkt nach. Was willst du jetzt tun? Nun, ich will meine Erinnerung wiederfinden. Ich werde die Ebenen durchkämmen und in mir selbst suchen, wie ich alle Teile des Puzzles zusammensetzen kann und weiß, wer ich bin und wie ich hier gelandet bin. Grace, die Gefallene, überlegt immer noch und tippt dabei mit den Fingern an ihr Kinn. Ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich im wahrsten Sinne des Wortes verloren hat. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Versteh mich nicht falsch, aber deine Situation ist wirklich faszinierend. Ja, ich würde sagen, das ist sie tatsächlich. Grace, die Gefallene, nickt. Du kannst dir gern das Bordell ansehen. Einige unserer Lehrlinge sind äußerst gewandt in der Rhetorik. Vielleicht können sie dein Gedächtnis auffrischen. Das mache ich. Kann ich noch mal vorher was anderes fragen? Und zwar, ja, hast du schon mal was von einer Nachthexe mit dem Namen Ravel gehört? Der Name ist mir bekannt. Grace, die Gefallene, hält inne und denkt eine Weile nach. Um diesen Namen ranken sich zahllose Gerüchte. Die meisten Leute tun sie doch als Mythos ab, aber ich nehme an, dass er sie gegeben hat und dass sie den Käfig während ihres Aufenthaltes dort ganz schön durcheinander gebracht hat. Sie macht ein verdutztes Gesicht. Warum fragst du? Ich möchte sie aufsuchen. Grace zieht eine Augenbraue hoch. Wirklich? Und wieso? Ich brauche ein paar Informationen und ich weiß, dass sie sie hat. Kannst du sie dir denn von keinem anderen holen? Ich glaube nur, dass Ravel sie weiß. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Grace legt ihre gebracht. Hand behutsam auf deinen Arm. Denk doch mal nach. Wenn es Ravel wirklich gibt, dann ist sie sehr mächtig und gerissen. Wenn nur ein Körnchen Wahrheit in den Geschichten über sie steckt, dann ist sie ein Wesen, das eine neue Dimension des Bösen entdeckt hat. Sie zu finden, wird nicht leicht sein. Das ist mir klar. Weißt du sonst noch etwas über Ravel? Angeblich war sie eine der Hexen der Grauen Einöde und weitaus mächtiger und gerissener als ihre Schwestern. Sie kam vor langer Zeit nach Sigile und laut einiger Gerüchte hat sie neben den Taten während ihres ersten Aufenthalts sogar den Käfig selbst bedroht. Heute ist sie in erster Linie eine fiktive Gestalt, eine Figur in Kindergeschichten. Grace hält inne. Ich nehme an, dass die Dame der Schmerzen sich entsprechend um sie gekümmert hat, so wie man sich um alle Bedrohungen Sigile kümmert. Was ist denn die Graue Einöde? Mein Tagebuch auf den neuesten eine herunterkommende gebracht. Ebene, die praktisch zwischen Barthor und dem Abgrund liegt. Im Blutkrieg wird sie häufig als Schlachtfeld benutzt. Und weißt du, was mit Ravel passiert ist? Ravel wurde sehr wahrscheinlich in einem Irrgang verbannt, einer der Gefängnisse der Damen. Was meinst du denn mit Irrgang? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Grace hält ihre Hände aneinander, sodass sie sich die Daumen und Finger berühren und fast einen Kreis bilden. Die Dame soll die Macht haben, Teile von Sigil einzunehmen. Du schaust überrascht, als sich ein Abbild von Grace' kleinen Finger wie ein Phantom von ihrer Hand löst, in die Luft schwebt und einen kleinen Kreis beschreibt und daraus einen Irrgang zu machen. Erzähl weiter. Der kleine phantomartige Kreis schwebt in die Luft und beginnt dann langsam sich zu drehen. In dem Teil von Sigil, den sie eingenommen hat, ist man gefangen. Aus dem Irrgang kommt niemand mehr raus. Es kann einem jederzeit passieren. Wenn man die Straße entlang durch eine Tür geht, sie klatschen die Hände und ehe du es versiehst, bist du woanders. Innerhalb des geisterhaften Kreises kannst du völlig plötzlich erkennen, wie sich etwas hin und her bewegt, als ob jemand darin auf und ab geht. Erzähl weiter. Grace erzählt weiter, während sich dabei der winzige geisterhafte Irrgang in ihren Augen spiegelt. Es heißt, dass es Tore gibt, die aus den Irrgängen herausführen, doch sie sind schwer zu finden. Vielleicht hat man sie dort gelassen, um den Gefangenen ein wenig Hoffnung zu geben. Vielleicht bleiben sie aber auch drin, um den Gefangenen zu quälen. Der geisterhafte Irrgang löst sich auf. Vielleicht ist beides richtig. Aha. Kannst du mehr über diese Ebene erzählen, von der Ravel stammt, die graue Einöde? Achso, das hat man schon. Okay, dann nochmal das, was mit Ravel passiert ist. Das hat man, glaube ich, schon. Könnte irgendwer sonst noch mehr über sie wissen? Vielleicht weiß jemand in der Festhalle noch mehr über sie. Ah ja. Kann ich noch etwas anderes fragen? Auf den neuesten ja. Gebracht. Möchtest du mich auf meinen Reisen begleiten? Ganz genau, das habe ich nämlich gesehen.
Anna erstarrt und murrt dann leise. Wer sagt denn überhaupt, dass die mitkommt? Sowas wie die können wir nun echt nicht mehr brauchen. Schieß ab, du Scheusal! Mortal lässt seinen Kiefer zusammenschnappen. Ich bin völlig dafür, dass der Succubus mitkommt. Die Mächte wissen, dass du ungefähr so witzig bist, als ob man sich einen Reißnagel durch den Darm schieben würde, alter Schwede. Halt! Jetzt endlich deinen Knochenschüssel im Schädel, oder er schüttelt dich so sehr, dass du deine Zähne einzeln aufsammeln kannst. Mit euch zu reisen? Ein flüchtiges Lächeln zeigt sich auf dem Gesicht von Grace, der Gefallenen. Sie scheint ihre Gefährten zu ignorieren. Und du bist ja ganz schön direkt. Ja, das bin ich wohl. Ich fände es tatsächlich sehr faszinierend, wenn wir eine charismatische Gestalt noch dabei hätten. Außerdem nehme ich einfach tatsächlich momentan jeden mit, der sich uns ehrlich gesagt anbietet. Weil das könnte insgesamt nur die Party bereichern. Und ich finde die Charaktere hier alle so interessant. Ich hätte schon noch 10 andere Leute mitgenommen, die ich auch interessant finde. Zum Beispiel diesen komischen... Was ist denn der? Wie der Sklave der Tätowierung macht, finde ich super. Ich will ehrlich sein. Du scheinst mir eine sehr angenehme Person zu sein, um dich mit den Bräuchen der Ebenen auszukennen. Ein Gefährte mit diesem Wissen wäre mir sehr willkommen. Das ist eben meine Art, das stimmt. Na, ich meine, wie aufregend kann es an einem Ort schon wie hier schon sein? Ja, nee, das erste ist tatsächlich das Richtige, meiner Meinung nach. Hey, warte, ich bin derjenige, der sich mit den Ebenen auskennt. Das ist mein Job, Meister. Ich finde, es eine ziemlich gute Idee ist, 2 Leute in der Gruppe zu haben, die sich mit den Ebenen auskennen. Außerdem habe ich auch angenehm gesagt, Morte. Angenehm fürs Auge vielleicht. Es scheint mir fast so, als ob ein Mädel nur ein bisschen Haut zeigen muss, um dich um die Finger zu wickeln. Morte schweigt. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay, Morte, ich habe es ab zur Kenntnis genommen. Liebe Grace, verzeih mir, wenn ich ein bisschen zu direkt bin, aber hättest du Lust, mit uns zu reisen? Ich mag deine Direktheit. Ich werde mal genauso direkt antworten. Warum sollte ich mit dir kommen? Nun, ich bin sehr fasziniert, hast du gesagt, nicht wahr? Du willst also nicht mit einem unsterblichen Typen reisen, der unter Gedächtnisschwund leidet und in den Ebenen nach sich selbst sucht? Grace, ich will zu Orten reisen, wo vielleicht noch kein anderer gewesen ist, beziehungsweise noch kein anderer erreichen konnte. Hättest du nicht dazu Lust? Nee, tatsächlich das erste ist sinnvoller, weil ich glaube, sie war schon ein Ort, an dem ich noch nicht gewesen bin. Barthol zum Beispiel, das wäre das erste. Oh, ich hätte große Lust dazu. Ein flüchtiges Lächeln zeigt sich auf ihrem Gesicht. Ein solcher Vorschlag ist verlockend. Täusch dich nicht. Dann hättest du also Lust, mit mir zu reisen? Wenn ich mitkommen soll, musst du vorher etwas für mich tun. In diesem Etapp bis morgen sind 10 Lehrlinge. Ich möchte, dass du mit allen sprichst und mir dann mitteilst, was du denkst. Dann werden wir sehen, ob wir zusammen reisen oder nicht. Na gut. Kann ich noch etwas anderes fragen, bevor ich wieder zurückkehre? Ich suche tatsächlich etwas. Nee, lebt wohl. Okay. Ich muss das Journal und die Unterlagen von dem Sprachgelehrten, von dem Linguisten wohl woanders finden. Aber okay. 10 Gespräche stehen also vor. Das heißt, wir werden ungefähr 14 Folgen hier verbringen. Das freut mich sehr. Dolora ist wahrscheinlich eins der Mädels und dich spreche ich gleich mal an. Ja. Diese dunkelhaarige, blasshäutige Frau hat ein kultiviertes und vornehmes Aussehen. Als sie sich zu dir umdreht, bemerkst du, dass ihre Augen, die du bisher für grau gehalten hattest, die Farbe gebürsteten Stahls haben. Sei gegrüßt. Die Stimme... Kommst du vielleicht noch Mechanis oder sowas? Die Stimme der Frau ist weich, ruhig und von flachem Tonfall. Sie hat eine gewisse ferne Qualität, als ob sie irgendwie von ihr losgelost wäre. Sei gegrüßt. Ich heiße Dolora. Kann ich dir irgendwie dienen? Wie kannst du mir denn dienen, Dolora? Sie blinzelt mit den Augen und berührt dann ihre Herzgegend mit der Hand, weil sie sich leicht verbeugt. Ich kann fundiert über jedes wissenschaftliche und akademische Thema diskutieren, wenn das dein Wunsch ist. Ich bin außerdem in verschiedenen Strategiespielen sehr geübt, falls du vielleicht etwas spielen möchtest, auch wenn ich nur für wenige solcher Spiele das Material hier habe. Wie wär's mit einem Spiel? Nee, diskutieren sagst du, warum nicht? Komm. Dolora nickt. Das ist richtig. Ich bin weder ein Lehrbuch noch ein Lehrer. Ich habe kein Verlangen, meine Kunden zu bilden. Solltest du aber ein Thema diskutieren wollen, die 15 Bünde und ihre Auswirkungen auf die Politik von Sigil, die effektivsten Schlachtpläne für einen Krieg in Acheron, die Bedeutung der Existenz selbst, wäre ich wirklich froh, eine Gegenposition zu wählen und mit dir eine Diskussion zu führen. Wähl ein Thema und sieh zu, ob du sie schlagen kannst. Warum nicht? Du wählst ein Thema und fängst an. Die Diskussion dauert sehr lange, während ihr beide Argumente und Gegenargumente austauscht, wobei jeder versucht, den Standpunkt des anderen methodisch zu untergraben. Während du sprichst, überkommt dich langsam ein seltsames Gefühl. Eine Erinnerung, die versucht, an die Oberfläche zu gelangen. Ich lasse die Erinnerung an die Oberfläche kommen, natürlich. 5000 Erfahrung, dankeschön.
Erinnerungen an eine große Halle beginnen, sich in deinem Gedächtnis zu formen. Ein riesiger Ort voller gut gekleideter, elitärer Personen. Ein festlicher Ball ist in vollem Gange. Vor dir steht eine kleine, untadelig gekleideter Bursche, der ein goldenes Medaillon trägt. In dieses ist ein Symbol eingraviert, an das du dich vage als das Zeichen des einen erinnerst. Ihr steht beide in einem Kreis von Zuschauern, die sich versammelt haben, um eurer Diskussion zuzuhören. Ich lasse die Erinnerung weiterlaufen. Aber das ist unmöglich, sagt der Mann gerade mit einem perplexen Gesichtsausdruck. Oh doch, das ist möglich. Kannst du dich an deine Antwort erinnern? Ich habe dir eine Reihe nicht widerlegbarer Argumente und ein paar Beispiele gegeben. Du existierst einfach nicht. Ach, wie witzig. Aber das kannst du nicht tun. Wenn ich das akzeptieren würde, müsste ich... Oh, der verschwindet gleich wahrscheinlich. Lass die Erinnerung weiterlaufen. Genau, du müsstest aufhören zu existieren. Und ohne Blitz, ohne Rauchwolke, ohne Fanfare jeglicher Art, verschwindet der Mann einfach. Lass die Erinnerung weiterlaufen. Das ist ganz schön mächtig. Die Zuschauer machen Oh und Ah. Einige klatschen. Du erinnerst dich daran, dass du dich schwungvoll verbeugst und einem kleinen zufriedenen Lächeln auf deinen Lippen weggehst. Dir fällt aber plötzlich auf, dass Dolora dich aufmerksam beobachtet. Fühlst du dich nicht gut? Wir können unsere Diskussion ein andermal zu Ende bringen, wenn du möchtest. Nein, diskutieren wir weiter. Obwohl es dir große Mühe bereitet, über Doloras unbeirrbare Logik zu triumphieren, gelingt es dir schließlich doch. Sie nickt einfach nur anerkennend. Du bist ein wirklich gut geübter Diskussionspartner, das kann man nicht abstreiten. Ich habe allerdings das Gefühl, dass du mich vielleicht nicht besiegt hättest, wenn ich etwas Zeit gehabt hätte, mich auf das Thema vorzubereiten. Vielleicht auch nicht. Ich würde das allerdings für einen unfairen Vorteil halten. Dolora nickt. Und wenn du möchtest, können wir über dasselbe Thema weiter diskutieren. Ich könnte dieses Mal deine Position angreifen, wenn du möchtest. Warte, bist du immer so unnachgiebig in einer Diskussion? Dolora nickt. Meisterin Grace hat mir aufgetragen, keine Gnade zu zeigen, denn eine andere Schülerin von ihr erlässt immer den Kunden nach einer langen Diskussion gewinnen. Es war der Wunsch von Meisterin Grace, dass ich der Kundschaft eine andere Art der Erfahrung biete. Okay, ich verstehe, ich hätte ein paar andere Fragen an dich. Dolora nickt mit einem Geräusch zu Boden, was ein trauriger Seufzer sein könnte. Ich bin willig, dir als Kunden zu dienen, aber im Moment habe ich keinen Wunsch, deine Fragen zu beantworten. Tut mir leid, doch ich fürchte, dass du dich damit für den Augenblick einfach abfinden musst. Was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Sieht vom Boden auf und in deine Augen. Wieder fallen dir eine blasse, glatte Haut und die kalten Tiefen ihrer silbernen Augen auf. Nein, ich fürchte, das kannst du nicht. Mein Kummer ist ein Problem des Herzens. Mit der Zeit, denke ich, wird sich alles zum Guten wenden. Bist du sicher, dass ich nichts für dich tun kann? Sicher. Dolora hält inne, als ob sie nachdenkt. Nein, das bin ich nicht. Meine erste Liebe, Frohmann, ach Gott, besitzt noch immer die Schlüssel zu meinem Herzen. Solange er sie hat, bin ich nicht frei, für einen anderen zu lieben. Das ist der Grund für meine Melancholie. Warum suchst du ihn nicht und redest mit ihm? Dolora schüttelt den Kopf. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Die Gründe dafür sind ausgesprochen persönlicher Natur, die ich nicht mit Fremden teilen möchte, selbst nicht mit jemandem, der es vielleicht gut mit mir meint. Es sei lediglich gesagt, dass ich Frohmann nicht selbst suchen kann. Und dann finde ich eben diesen Frohmann und spreche für dich mit ihm. Mein Tagebuch auf den neuesten Dolora nickt und eine ganz leichte Spur eines Lächelns erscheint auf ihren Lippen. Sie beugt ihren Kopf. Wenn du Frohmann finden und mit ihm sprechen könntest, wäre ich ausgesprochen dankbar. Er ist ein Mitglied der Gesellschaft der Empfindung, also du kannst ihn in der städtischen Festhalle nach ihm fragen. Ich komme wieder, wenn ich ihn gefunden habe. Leb wohl. Das werde ich auch direkt mal machen, weil ich weiß, er ist bis zur nächsten Woche tatsächlich vergessen haben werde. Wir gehen raus und sprechen mit Frohmann. Ich weiß auch schon so ungefähr, wo der war. Schon gut. Der hat sich immer unweit der Schlafgemächer aufgehalten. Das Spiel ist gerade so richtig geil, also das muss ich mal sagen. Also es ist doch vorher gut gewesen schon, aber jetzt habe ich gerade so einen schönen Lauf ungefähr, was ich jetzt machen möchte. Ich kann mit Frohmann sprechen, werde jetzt mit den 10 Schülerinnen sprechen oder den Auszubildenden. Bist du Frohmann gewesen gerade? Oder bist du der andere? Nee, du bist Double Mörder Sinn. Ich möchte den brennenden Zauber noch löschen. Und dann das Rätsel knacken mit Ravel. Rätsel schön, ich möchte in die Gießerei reinkommen, all diese Dinge. So, Frohmann, hier warst du mal irgendwo. Und wir befinden uns wieder in der Festhalle, oder in den Hintergemächern, in den Nebengemächern der Festhalle. Wir müssen den Frohmann finden. Er wird sich nicht hier drin aufhalten. Vielleicht ist er noch in der Festhalle selbst. Wir laufen immer so ein bisschen hin und her. Auch Jumble Mörder sind einer von den hin und her laufenden.
Wo ist denn der verdammte Frohmann jetzt hin? Da ist Jolmi, nein. Mertmin, der Kopflose, nein. Geh mal kurz durch die Konferenz sah, ist der Frohmann hier drin? Nein. Okay. Wo bist du denn rein? Hier bist du auch nicht. Okay. Und ich bin schon mal gespannt, wie es eigentlich läuft mit 6 Leuten in der Party. Das ist ja eine ungewöhnliche Gruppengröße. Normalerweise hat man ja eher sowas wie 4. Oder zumindest in meinen Spielen hatte ich bisher immer sowas wie 4. Zauberkundige Ausbildung. Nein, nein, nein. Vielleicht bei einem müssen wir noch einen Bonbon besorgen. Okay. Dann gehen wir kurz mal hier rein. Vielleicht ist der Frohmann da hier drin gewesen. Sinnsaaten, Sinnsaaten, Sinnsaaten. Nein, nein, nein. Jetzt ist Frohmann weg. Wenn man Frohmann sucht, ist Frohmann weg, ist klar. Schon gut. Ah. Oh, das war laut. Na gut. Falls wir jetzt hier Frohmann nicht antreffen, könnte ich auch alternativ den nächsten Kreis des Certimon angehen. Vielleicht ist Frohmann ja hier drin. Jumble-Mörder-Sinn? Nein. Aus meiner Sicht sehen Jumble-Mörder-Sinn und Frohmann auch mal alle gleich aus, aber okay. Kisai ist es nicht. Frohmann ist bestimmt... Der kommt schon wieder. Der Frohmann kommt bestimmt wieder. Dann kümmern wir uns doch einfach erstmal um... warte mal. Später hast du vielleicht Frohmann gesehen? Ich hätte ein paar Fragen. Mehr anzeigen, genau. Übersetzer, nein. Es gibt hier jemanden, den ich suche. Ah ja, Frohnamen suche ich. Frohmann geht für gewöhnlich in der Nähe der Fäusenshallen auf und ab, geht durch die mittlere Tür an der östlichen Wand und dann durch die dahinterliegende Tür. Er dürfte in den Korridor umhergehen, in dem ihr euch befindet. Ja, warte mal. Vergiss es einfach, leb wohl. Da waren wir doch gerade erst. Aber wir können gern nochmal versuchen, ihn hier zu finden. Er geht hier auf und ab, hat er gesagt. Oh, da ist gerade jemand reingegangen. Okay. In den Gängen. Vielleicht spawnt er auch nur, zu gewissen Zeiten. Das kann natürlich gut sein. Da ist er, Frohmann! Frohmann wirft einen grimmigen, vernichtenden Blick zu. Geh weg, Zischteer! Warte, Dolora hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Frohmann beugt dich kritisch. Ach ja? Worüber? Hä? Nun? Sie sagt, dass du ihre erste Liebe seist und dass sie nie frei sein würde, einen anderen zu lieben, solange du die Schlüssel zu ihrem Herzen hast. Ha! Sie hat dir das gesagt, ja? Das überrascht mich. Vielleicht hat Meisterin Grace Obhut das bei ihr erreicht, was ich nicht erreichen konnte, nämlich Gefühle zu entwickeln. Jedenfalls, er klopft in seine Tasche seiner Tunika. Werde ich dir die Schlüssel nicht einfach geben? Warte, sind das wirklich wortwörtlich die Schlüssel zu ihrem Herzen? Er nickt. Das sind sie. Dolora ist ein Konstrukt. Hast du das nicht gewusst? Eine Kreatur, die aus Zauberei und Uhrwerksmechanik besteht. Das ist sie. Und eins meiner besten Werke. Frohmann seufzt. Aber kalt, ohne Gefühl und Charakter. Ich habe sie ins Bordell gebracht und so eingestellt, dass sie es nicht verlassen konnte, in der Hoffnung, dass der ständige Kontakt mit so vielen anderen zu einer Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit führt. Die Schlüssel sind das Werkzeug, um sie einzustellen. Ich nehme an, dass sie die Schlüssel haben will, weil sie spürt, dass sie jetzt ihre Persönlichkeitsentwicklung hemmen. Was willst du für die Schlüssel haben? Ich will vergessen. Ich habe jetzt fast 150 Jahre gelebt und ich habe jeden Sinnesstein dieser großen Halle gesehen, an dem mir etwas gelegen hat. Ich kann nicht mehr lange, ich habe nicht mehr lange zu leben und ich bin zu schwach, um nach meiner ganzen neuen Erfahrung zu suchen. Und deshalb muss ich einen Weg finden, um sie alle zu vergessen. Auf diese Weise kann ich in meinen letzten Tagen wieder neu anfangen. Warte mal, ich kann noch die Erinnerung des Vergessens eines früheren Lebens, kann ich das, glaube ich, irgendwie doch teilen, oder? Wie kann ich dir helfen? Hab mein Tagebuch auf. Ich bräuchte was, irgendwas, irgendein Gebräu, das mich vergessen lässt. Ein Schluck aus dem Fluss des Stücks oder sowas in der Art. Gut, ich komme wieder, wenn ich sowas gefunden habe. Das ist ja gar kein Problem. Ein Schluck aus dem Wasser des Stücks. Das habe ich doch schnell dabei. Alter Schwede. Dann werde ich doch einfach mal
Warte mal, habe ich diesen Zauber gehabt, der vergessen kann? Oder war das irgendwas anderes? Freunde identifizieren, Schild, Schrift des Stahls, Farbkugel, den Willen versenken, Blindheit. Beruhigen. Ja, beruhigen ist wahrscheinlich das Problem. Warte mal. Es besänftigt alle, okay. Ein bisschen die Wesens, bla bla bla. Aktivität auf irgendein. Okay. Weißt du was? Ich muss einfach mit diesem Zauber. Er wird in tiefen Schlaf verfallen und ich könnte mir diese Schlüssel einfach nehmen. Ich meine, er kann ja auch vergessen ohne diese Schlüssel. Da können wir uns auch später drum kümmern, aber naja. Wir speichern das Ganze und nehmen einen Zauber. Es ist, wo ist er denn? Freunde, Natankos, Blutbrücke, Blitzbälle, Folteraxt, Kraftgeschoss, Feuer und Eis, Farbkugel in die. Okay, vielleicht soll ich auch einfach mal den Zauber mit aufnehmen hier. Einmal identifizieren, oder einmal identifizieren, weg. Entfernen und dafür beruhigen rein. Dann müsste ich mich mal kurz mal einmal ausruhen, das kein Problem ist, denn ich befinde mich gerade direkt in den Schlafgemächern. Ja, ich möchte mich gerne mal ausruhen. Das kann man mal abbrechen. Und wir gehen wieder raus. Mal schauen, wo er jetzt ist. So. Nochmal gespeichert. Magie. Es ist dieses hier und dieses hier. Das klappt. Ich versuche ihn anzusprechen. Oh, stopp. Ja? Spiel wurde unterbrochen. Vielleicht kann ich ihn einfach beklauen jetzt. Spezielle Fähigkeit auswählen. Die Diebesfertigkeit verwenden auf dich. In Ordnung. Habe einfach das Schloss geknackt. Wunderbar. Das Schloss hast du geknackt. Hast du jetzt den Schlüssel? Mietshaus. Schlüssel der Toten Lande. Kann das sein, dass du einfach. Du sollst kein Geld klauen oder sowas? Knotentalisman. Beinknochenkeule, okay. Lumpen. Schlüssel der Toten Lande. Annas Weste. Streitaxthammer. Bla bla bla. Okay. Das scheint nicht das Richtige gewesen zu sein. Na gut. Kannst du bitte nochmal das Richtige klauen? Versagt. Mein Inventar ist voll, das ist das Problem. Was habe ich denn gerade geklaut, bitte? Hier, nimm mal kurz das. Oh, das Ziel ist feindlich. Naja, dann machen wir es vielleicht nicht. Wir laden das Ganze kurz mal. Quicksave war hier, glaube ich. 465,52. Ja, oder hier. 473,59. Okay. Die Frage ist eigentlich, was hast du eigentlich gerade dazu gewonnen an Gegenständen? Irgendwas hier war doch. Irgendwas, was jetzt hier reinkommt. Gucken wir gleich nochmal aus. Speichern. Du. Magie, beruhigen auf ihn. Ja? Du nimmst da wiederum, oder, Diebesfertigkeit verwenden hier. In Ordnung. Taschendiebstahl, genau. Und du hast dazu gewonnen eine Streitaxt. Das ist schön, ist aber nicht das, was wir brauchen. Gut, dann. Ich bin weg. Werden wir uns etwas anderem widmen. Wir müssen den Schlüssel, also wir müssen ihn irgendwie vergessen machen. Das wird, naja, interessant. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, ihm irgendwie eine Amnesie herbeizuführen. Vielleicht hat Jumble Mörser eine Idee. Jumble? Würdest du mit uns sprechen? Oder du stehst gerade echt dumm in der Tür? Na gut, dann machen wir es halt so. Okay, und wir werden uns aber jetzt zum Abschluss der Folge, auch wenn die Folge schon etwas länger ist, nochmal um. Ah, nachts und vor allem Ruhe. Um den Kreis des Zartimon kümmern. Wir sind jetzt mittlerweile beim 5. Kreis angekommen, soweit ich weiß. Da werde ich mir keine großen Notizen machen, weil die haben ja letztes Jahr auch nicht wahnsinnig geholfen bei der Beantwortung der Frage. Ich werde also den Kreis des Zartimon. Oh, Zauberspruch kopieren, warum nicht? Ja. Was ich aber machen wollte eigentlich, ist den Kreis des Zartimon. Oder nein? Ja, natürlich.
verwenden. Ich schließe den fünften Kreis des Satimon auf. Du schiebst die Scheiben in die Konfiguration, die der Dakkon gezeigt hat, und ein neuer Ring wird sichtbar. Der Ring trägt dieselbe Schrift, die du zuvor gelesen hast, dieselben geometrischen Zeichen. Du kennst die Symbole und weißt, dass du sie lesen kannst. Ich lese den fünften Kreis von Zartimon. Zartimon war der Erste, der das Wesen der Freiheit kannte. Doch er war nicht derjenige, der zuerst den Lauf der Rebellion kannte. Ich lese weiter. Die Kenntnis der Rebellion kam zuerst zur edlen Kriegerin Gith, des Volkes. Sie hatte den Elitiden in vielen der falschen Welten als Soldatin gedient und sie kannte den Krieg und trug ihn in ihrem Herzen. Sie wusste, wie man die Leute organisiert, sodass sie andere unterjochen. Sie kannte die Wege der Macht und sie beherrschte die Kunst den Eroberern, die Waffen abzunehmen, mit denen man sie schlagen konnte. Ihr Geist war zielgerichtet und ihre Klinge und ihr Wille waren eins. Ich lese weiter. In der Phase, als Zartimon Gith kennenlernte, hörte Zartimon auf, sich selbst zu kennen. Ihre Worte waren wie ein Feuer, das in den Herzen derer entfacht wurde, die sie hörten. Als er ihre Worte hörte, wollte er den Krieg kennenlernen. Er wusste nicht, was ihm geschah, doch er wusste, er wollte Seite an Seite mit Gith in die Schlacht ziehen. Er wollte seinen Hass Ausdruck verleihen und die Elitiden denselben Schmerz fühlen lassen, den er fühlte, also hatte sie ein sehr großes Charisma. Gith war eine des Volkes, doch sie kannte sich besser, als Zartimon es je zuvor bei einem anderen festgestellt hatte. Sie kannte das Wesen des Fleisches, sie kannte die Elitiden und weil sie sie selbst kannte, wusste sie auch, wie man sie im Kampf besiegen konnte. Die Kraft ihres Wissens war so groß, dass alle, die ihren Weg beschritten, sich selbst erkannten. Lies die Symbole bis zum Ende. Gith war zwar nur eine, doch sie besaß eine solche Stärke, dass andere durch sie ihre eigene Stärke erkannten. Und Zartimon legte ihr sein Schwert zu Füßen. Ah, ich schiebe die Scheiben zusammen und versiegle den Kreis. Sehr interessant. Dann spreche ich jetzt mit dem, Was wünschst du? Dakkon. Dakkon wendet sich dir zu, seine Augen glänzen wie zwei schwarze Kuhlen. Seine Klinge spiegelt einen Augenblick lang seine Augen wieder, als du ihn anredest. Dann nickt er. Was wünschst du? Es gibt Dinge, die ich wissen möchte, Dakkon. Ich werde dich anhören. Ich suche einen Lehrmeister, vielleicht kannst du mir helfen. Und zwar, ich habe den ungebrochenen Kreis von Zartimon gelesen. Ich möchte mit dir noch ein wenig über die Lehre des Zartimon sprechen. Was hast du gelernt? Was weißt du? Die Masse ist stark, doch auch der Einzelne hat große Macht, denn durch die Kraft seines Willens kann der Einzelne die Massen um sich versammeln. Stärke liegt nicht nur darin, sich selbst zu kennen, sondern auch darin, zu wissen, wie man diese Kenntnis in anderen fordert. Das ist, glaube ich, eine Antwort, die ich schon mal ganz gut finde. Zartimon verstand, dass er sich mit einer noch stärkeren Persönlichkeit zusammentun musste, nämlich Gith. Gemeinsam wurden die seines Volkes stärker und mächtiger. Nee, das erste möchte ich tatsächlich. Also, das ist nicht verkehrt, das stimmt. Aber ich finde, das trifft tatsächlich mehr zu, das erste. Und offenbar stimmt das. 3000 Erfahrungen zugewonnen. Ich freue mich, dass ich mir eine richtige Antwort gewählt habe. Letzten Ball waren, glaube ich, falsch. Du kennst nun den fünften Kreis von Zartimon. Mit dieser Kenntnis überreiche ich dir dies. Er nimmt den Kreis und dreht mit einer raschen Bewegung eines der Verbindungslieder, sodass eine der Scheiben nach vorne gleitet. Er reicht dir an die Scheibe. Denk über diese Lehre nach und ihre Kenntnis mit der Kraft verleihen. Ich möchte mehr über die Lehre des Zartimon erfahren. Dakkons Finger befühlen den Rand des Steinkreises und er dreht ihn im Uhrzeigersinn. Die Verbindungslieder klicken, bis in einer neuen Konfiguration einrasten. Er wiederholt Bewegungen in umgekehrter Richtung und stellt so den Stein neu ein. Der nächste Kreis von Zartimon steht dir offen. Studiere ihn, dann werde ich deine Worte anhören. Also gut, ich werde ihn lesen und dann mit ihm sprechen. Okay, ich beende jetzt diese Folgen, beziehungsweise diese vier Folgen. Kündige nochmal an, dass es am Wochenende wahrscheinlich keine Fallout-Episoden geben wird, weil ich so viel zu tun habe, leider. Wir sehen uns also dann sozusagen übernächstes Wochenende mit Fallout wieder und aber natürlich nächsten Donnerstag natürlich mit Planescape Torment. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und einen schönen, ich glaube, nächste Wochenende ist schon das erste Advent, also wünsche ich euch einen schönen ersten Advent. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.